Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Heute ist Donnerstag, der 26. Januar 2012. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Fahrradio Podcast Nummer 14. Wir sind in der Pubertät. Stimmt. Aber sind es schon 14, obwohl wir so lange Strecken dazwischen immer und unregelmäßig arbeiten? Geloben wir Besserung oder ist das eher die Katz? Jedes Mal. Aber müssen wir mal sehen, es ist ja 2012 und ich habe vorgenommen. Gute oder schlechte? Gute, nur gute. Also ich will nur noch gut sein und sowas. Also Jähzorn be gone und ich lerne jetzt programmieren, endlich. Zu meinem Leidwesen oder zu was mich ja immer davon abhält, ist die Technik. So, weil ich immer auf der Suche, ich daddel dann so lang oder ich spiele dann so lang mit der Technik rum, dass ich darüber das, was ich eigentlich tun will, vergesse. Und ein Vorsatz ist aber auch einfach, Sachen zu machen, mal wieder ein bisschen mehr. Gutes tun, da fällt mir Fanny van Dunn ein. Gutes tun ist gar nicht schwer. Man kann so viel Gutes tun zu Hause und im Kreisverkehr. Bewusster atmen, gesunde Sachen essen, mit Nazis diskutieren, die Mutter nicht vergessen, auf einmal fremden Hundeklo-Code entfernen, den Islam näher kennenlernen. Ach, der Fanny van Dunn. Kleiner Abschwuff. Ja, ich stehe dem ja nicht so nah, ne? Also, warum nicht? Ich weiß es nicht. Das ist immer was. Also ich kann, wie soll ich sagen? Der kommt nicht zu mir, weißt? Also ach so. Andere Sachen kommen, zum Beispiel. Manche Sachen kommen dann in meinen Kopf irgendwie. Knafrelle oder sowas, gestern erst wieder. Ist Autobiografie eine Heizung? Du siehst aus wie eine Mülltonne, die den Meiereiberg hinunterrollt und sowas. Ja, Wahnsinn. Mir fällt aber bei Fanny van Dunn. Und die Sterne. Die Sterne sind 20 geworden. Echt? Jawohl. Was hat dich bloß so ruiniert? Übrigens auch ein Wieder, da gibt es ein Video dazu, da fahren die, glaube ich, mit einem Fiat 500 rum in Italien. So. Ja, ich habe ja irgendwo so eine Sterne-Video-Dingsbums, Doppel-DVD. Guckt jemand Videos auf DVD? Das habe ich mich auch schon öfter gefragt und gibt auch noch Geld dafür aus. Was ich auch nicht verstehen kann, ist, wie jemand sich bei iTunes ein Video zu einem Titel kaufen kann oder überhaupt, wie man das machen kann. Du hast gerade was Neues gefunden. Ja, ne, weil bei Fanny van Dunn fällt mir auch immer Nana Mouskouri ein. Mhm. Und Nana Mouskouri, muss man ehrlich sagen, ist ja echt eine Style-Ikone mittlerweile. Und wenn man ihre Plakate hängen sieht, siehst du sie hängen gerade? Nee. Ab und zu. Wunderschön. Und Nana Mouskouri, jeder hat heute so eine Brille. Doch, ich habe sie gesehen. Doch. Vorm Hyatt, ja, bei uns, vorm Hotel davor ist eine Litfaßsäule. Und da, ja, stimmt. Dann dachte ich, cool. Ich sah dich beim Nana Mouskouri-Konzert. Ich war auch da und du hast geweint. Ich bin ernsthaft am Überlegen, da hinzugehen, weil ich habe mal eine Jazzplatte von ihr gehört, die ist toll. Die habe ich mir, glaube ich, gerippt. Ja. Unabhängig davon, ist ja ein ganz schöner Abschwuff eigentlich. Ne? Ja, aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind, dann habe ich auch noch einen Musiktipp. Ich stehe auch zu Sachen, die
andere vielleicht nicht so gut finden. Zum Beispiel zu Wir sind Helden. Siehst du mich die Nase rümpfen? Ja, natürlich sehe ich dich die Nase rümpfen, aber ich nenne dir mal einen Titel von Wir sind Helden. Und egal, ob einem das Lied gefällt oder nicht, der Titel ist schön. Das ist nämlich die Ballade von Wolfgang und Brigitte. Und die habe ich mir mit einem Rewe-Gutschein kostenlos geladen in der gruseligen Rewe-Online-Diskothek. Was nicht alles für Sachen gibt heutzutage. Aber das ist ein tolles Lied, sehr traurig. Also, kennst du das? Nein. Also die Stimme von Judith Holofernes ist ja so was. Saublöder Name übrigens, ne? Naja. Man muss über das alles hinwegsehen. Es gibt ein paar echt gute Lieder, zum Beispiel Sie haben uns ein Denkmal gebaut, finde ich Das toll. ist ein schönes Lied, gebe ich zu. Und wirklich auch ein schönes Lied ist die Ballade von Wolfgang und Brigitte. Ne? Soll ich spoilen, worum es da geht? Wenn du nicht anders kannst. Nein, ich kann anders. Das soll der geneigte Hörer einfach mal googeln oder bei iTunes oder so sich anhören und dann. Genau, gibt es bestimmt auch auf YouTube, so wie Lana Del Rey, die ich ja schon Mainstream hin oder her nicht so schlecht finde. Vielleicht liegt es am Video. Hast du diesen Rückwärtssalto von der Schaukel gesehen? Ja, cool, ne? Wunderbar, Dann wunderbar. dachte ich mir, mein Gott, warum bin ich da nie drauf gekommen? Eben, Habe ich nie aber jetzt gemacht. bin ich zu Dann alt. habe ich überlegt, oh Mann, wenn das, Wenn es schief geht, ne? wenn das Wenn. mein Sohn macht. Ja, ich habe ihm das Video nicht gezeigt. Ja, ich auch nicht, ich auch nicht. Übrigens für dich ein Tipp, also wenn du irgendwann ein iPad in die Finger kriegst, und damit schließen wir dann vielleicht das Thema Musik ab, oder? Ja. Die Intro, 20 Jahre, das haben sich die Jugendlichen selbst aufgebaut. Ist toll auf dem iPad, ich weiß. Hast gesehen? Ja, kostet nix. Kostet nichts und hat Videos drin. Und das Beste daran, du kannst die Videos ausblenden und nur Musik hören. Da ist zum Beispiel auch, da ist ein Artikel über Lana Del Rey drin. Ja. Das Lied finde ich toll. Die ist, Games, ist wie es heißt. Videogames, ja. Und genau, und das kann man dann hören bei Putpat, die aus, ich glaube, in Köln sind. Und putpat.tv, glaube ich. Aber die haben also sämtliche Videos, die in dieser Intro-App drin sind, die sind darüber eingebettet. Und da drückst drauf und dann gibt es einen kleinen, dann habe ich entdeckt, gibt es einen kleinen Minusknopf, da tippt man drauf und dann ist das Video zu und die Musik spielt weiter. Und du kannst lesen und Musik dabei hören. Ist doch klasse, oder? Genau so soll eine Musikzeitung sein. Ja, und man braucht die CDs nicht mehr einlegen. Ja. Okay, aber bei Lana Del Rey. Du hast sicher auch die Entstehungsgeschichte des Namens gehört, oder? Nee. Und Aber ich habe gerade dass ihr Pump vor. Up the Jam eingeschalten. Okay. Also, ja, aber jetzt weg davon. Also, ich habe noch einen Nachtrag zur letzten Sendung. Ach so, das ging mal abrupt, dieses Ende von der Musik jetzt da. Sehr gut, Hans, weil wir wollen ja keine Zeit verplempern. Ja, naja, also ein bisschen Zeit müssen wir uns schon nehmen. Also, Es soll ja nicht sagen, es soll ja nicht heißen, hier die zwei Fahrrad-Nerds, die können überhaupt nichts außer Fahrräder. Nee, die können auch Computer, Telefone und Indie-Musik. ja, aber also da gibt es recht viel, die das auch machen. Also ich habe ich das Gefühl vielleicht. Und wenn einer der Hörer sich zufällig auch noch für Geräte mit Äpfeln drauf interessiert und
dann nehme ich mal an, wenn dieser Hörer, wahrscheinlich ist er männlich, auch noch Podcasts hört, weil das muss man ja, wenn man uns jetzt hört, dann kennt er vielleicht Sendungen wie Bits und so oder Mobile Max. Und das habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt, dass die epische Längen haben. Mhm. Die wirklich, also diese Podcasts kann man nur hören, wenn man doppelte Geschwindigkeit einstellt. Also ich nehme meistens 1,5-fach, weil dann habe ich den Geschwindigkeitsgewinn und verstehe aber noch was. Also bei Deutschen kann ich auch doppelt nehmen, aber englische oder amerikanische Podcasts, die länger dauern, da nehme ich dann 1,5-fache Geschwindigkeit. Das können die, also da gibt es ja mittlerweile dankenswerterweise ein paar nette Podcast-Apps. Die kann ich bei der Gelegenheit, das schreibe ich dann da rein. Es gibt zum Beispiel, ich habe längere Zeit Instacast verwendet und mein aktueller Favorit heißt Downcast. Die kosten irgendwie 2,50 Euro oder so. Und die können dann zum Beispiel unterschiedliche Geschwindigkeiten einstellen und du kannst. Ach, ich weiß es nicht. Also, du brauchst kein iTunes mehr, weil du Playlisten direkt auf dem Teil erstellen kannst und so, ist nicht schlecht. Musst nicht mehr synchronisieren. Und wie gesagt, Geschwindigkeit. Die können streamen, sodass du nicht runterladen musst, wenn du, ne, geht sogar über 3G. Okay, ja. Langweilig dich. Bitte, war was? Okay, aber wir sind ja da, um über Fahrräder zu sprechen, ne? Da komme ich später noch dazu, erinnere mich dran. Den Fahrrädern? Ja. aber jetzt erstmal zu einem Buch, das ich ja gelesen habe. Ich habe ja, da muss ich nochmal drauf zurückkommen, ich habe ja ein Packen Bücher geschenkt bekommen vom Covadonga Verlag und ich habe gedacht, oh Mann, Covadonga, wie hört sich denn das an? Und dachte, es wäre irgendwie ein alberner Name. Ist aber gar nicht. Also klingt bloß albern. Klingt bloß albern und wahrscheinlich klingt der nur für Leute albern, die nichts mit dem Straßenrennsport am Hut haben, außer mit der Tour de France. Also ich kenne ja Straßenrennsport, finde ich so okay, aber das Einzige, was mich, also ich habe ja jahrelang im Sommer immer Tour de France geguckt, als noch, wie hießen denn die zwei Reporter, der Bayer von Gaudimax, Rubi Rubenbauer. Gerd Rubenbauer und weiß nicht, wie hieß denn der andere, der noch dabei war? Der hat dir mal von den Schlössern erzählt und so, wenn sie da vorbeigefahren sind. Keine Ahnung. Egal, jedenfalls habe ich das geguckt und es war eigentlich das einzige Straßenrennsportereignis, das mich interessiert hat. So, wie war es bei dir? Ja, nö. Also Tour de France, wenn es halt mal nebenher lief. Ich erinnere mich auch an das DDR-Fernsehen noch früher, dass wir ja aufgrund der Zonenrandlage empfangen konnten, wenn dann die Friedensfahrt ab und zu lief. Und ich gebe ja zu, als Kind schon des Öfteren mal eine Stunde mehr als notwendig Fernsehen geguckt zu haben. Und Friedensfahrt in Schwarz-Weiß, weil die DDRler ja ein anderes System hatten zum Fernsehgucken. Ja, und weil wir jahrzehntelang einen Schwarz-Weiß-Fernseher hatten. Ja, auch das natürlich, aber auch als wir Farbe hatten, ging nur Schwarz-Weiß bei denen. Ja, stimmt. Erinnere dich. Friedensfahrt. Genau, also Covadonga. Covadonga ist der berühmteste Anstieg der Vuelta a España, der Spanien-Rundfahrt. Und der jetzt dann auch für eine Religion, die mich nur so peripher interessiert, also für die Christen, er liegt am Jakobsweg. Ach, wie schön. Ja, das heißt, möglicherweise kennen den Anstieg deshalb auch noch andere. Und von daher liegt es nahe, einen Verlag für Fahrradbücher da danach zu benennen.
So, und eins habe ich auch fertig gelesen, schon lang fertig gelesen, und das war Der Schweiß der Götter, die Geschichte des Radsports, und es ist echt interessant. Interessant ist, die Drogen, die die genommen haben, schon vor 100 Jahren, Wahnsinn. Und zum Beispiel, und wieso, wie, also das ist die... Durften die das damals dann? Klar, ja, die haben vor allem so Bahnrad, also... Sechs-Tage-Rennen zum Beispiel. Also die, da, wie lange gibt es denn schon Kokain? Oh, schon lang. Also es gab zum Beispiel den American, also die als Europäer mal in die USA gereist sind, um dort Rad zu fahren. Da waren sie ganz begeistert vom American Coffee. Was da alles drin war. Also da war Koffein drin, da war Nitroglycerin drin. Das gibt es ja, Nitroglycerin, das spritzt man ja immer noch, wenn du irgendwie Herzbeschwerden hast oder so. Ja, ja, da das ist ja, das nicht das, was mitten rein im Fernsehen, im Filmen immer mitten rein in die Brust gespritzt wird? Nee, das ist, wie heißt denn dieses Stresshormon? Fetal. Adrenalin, oder? Gibt es das in flüssig? Oh, bestimmt. Na, jedenfalls ist da, also in dem American Coffee, ich habe es jetzt leider nicht mir notiert, aber da war also Koffein drin, Nitroglycerin, ich glaube Strychnin war auch ein bisschen drin und Kokain glaube ich auch, also es war echt ein Gebräu und da, da gibt es Leute, also von einem Rennfahrer wurde berichtet, der nach dem 6-Tage-Rennen 2 Tage gebraucht hat, um erstmal wieder schlafen zu können. Und anfangs haben, also Ernährung war ja anfangs da nicht so angesagt. Und die erste Tour de France, die ging ja über, das waren ja mörderische Strecken und Tagesetappen oder Etappen, die da fahren mussten auf Straßen. Da hast du ja vielleicht mal so alte Bilder gesehen, oder? Unbefestigt. Ja. Und oder zumindest nicht so super befestigt. Und die haben ja sehr viel Wein getrunken. Also Alkohol war eigentlich die Droge der Wahl. Und an einer Stelle stand drin, dass es gut war, dass die Leute nicht so viele Rennen fahren konnten, weil sie sonst an Leberzirrhose gestorben wären, alle miteinander, weil sie so viel, die haben flaschenweise Alkohol und Cognac getrunken. Und weil vom Alkohol wird man dann ja müde und ihr Mittel dagegen war dann mehr Alkohol zu trinken. Menschen sind schon komisch. Also es hatte natürlich auch was mit der mit den Grenzen dann zu tun, die sie über die sie hinwegkommen wollten. Ne? Aber es war ist wirklich interessant geschrieben. Also auch so wie die Fahrradhersteller zuerst das unterstützt haben und dann eher so aus dem Geschäft kamen und später dann neue Sponsoren gesucht wurden. Doch, also das ist ein lesenswertes Buch, Der Schweiß der Götter. Auch lesenswert, fällt mir gerade ein, was ich gerade lese, ist Bicycle Diaries von David Byron. Ja, ist das gut? Den vielleicht der ein oder andere zumindest unseren Alters kennt. Wir sind ja schon etwas über 30. Und der Kopf der Talking Heads, die meistens auch die legendären Talking Heads genannt werden, egal, der schon sehr lange und immer Fahrrad fährt und immer ein Faltrad dabei hat. Mhm. Und da erzählt, wie er in den verschiedenen Städten rumfährt mit dem Fahrrad. Und das ist sehr interessant. Ist das wirklich gut? Und ganz passabel geschrieben. Also ich bin noch nicht so weit, ich habe ein Viertel oder sowas. Ich bin jetzt gerade in Berlin angekommen und dann fuhr meine Bahn heute Morgen im Bahnhof ein und dann konnte ich nicht weiterlesen. Ja. Und wirklich gut ist relativ. Also
Das ist interessant. Und die Bilder, die drin sind, könnten gerne in Farbe sein. Also von den Amerikanern lernt man, also oder erfährt man eben Sachen, die man schon wusste vielleicht, aber von dem Amerikaner schon auch noch gern nochmal gesagt bekommt. Und auch, dass es nicht nur schlecht ist in den USA zum Fahrradfahren und so. Also ja, also bis jetzt mal ganz okay. Übersetzungen tun ja auch immer ein bisschen weh manchmal. Da weiß ich auch nicht, ob jetzt manche Sachen ganz richtig übersetzt sind oder so. Ach, du liest es auf Deutsch? Ja, ja. Mhm. Ja, ja, ich habe es geschenkt bekommen auf Deutsch. Ah, insofern kaufe ich mir jetzt nicht das Englische. Nee, da. Und es ist ja ist wahrscheinlich besser als Steve Jobs Biografie übersetzt. Silicon Valley. Also, ja, wobei ich davon ausgehe, dass die Steve Jobs Biografie auch noch wesentlich schlechter ist als die Bicycle Diaries. Also von der Grundliteralität her, vom Schreibstil. Boah, ich habe mich ja durchgequält. Steve Jobs ein Fahrrad und wenn ja, welches? Bicycles for the Mind hat der. Computers are Bicycles for the Mind. Mhm. Ja. Gut, also. Das ist aber wirklich ein schönes Bild, finde ich. Weil wenn man sich ansieht, wie die Erfindung des Fahrrads oder die Verbreitung des Fahrrads zum Beispiel, ich weiß ja, müsste ich mal gucken, ob wir darüber schon gesprochen haben, wie sich das überhaupt ausgewirkt hat gesellschaftlich, dass plötzlich sich Menschen getroffen haben, die vorher immer getrennt voneinander gelebt haben, so zum Beispiel Dörfer auf dem Land, die, sagen wir mal, 20 Kilometer entfernt voneinander waren oder so, da ist niemand hingelaufen, vielleicht ein bisschen mehr, aber mit einem Fahrrad, da war das ein Katzensprung und plötzlich wurde da geheiratet zwischen den Dörfern und es gab, und das ist ja eine Revolution quasi, die fürs Volk war, weil die waren ja dann erschwinglich, waren ja nicht, also ein... Ja, irgendwann wurden sie erschwinglich, also nicht nur elitär. Später, nachdem es die Hobbyhorses waren, wurden die ja eine Volkssache oder die Frauenbewegung, also ja, Frauen ja. Und Fahrräder ist eine ganze, da gibt es auch ein Buch, da gibt es auch Bücher drüber, massenhaft, na nicht massenhaft, aber einige, ne? Und also dass die dass das quasi. Du weißt ja, hast du das gesehen, wo er das erklärt hat, wie er darauf gekommen ist? Vielleicht schon mal, ja, aber man kann sich das ja mal bei YouTube angucken. Oder ja, so. Es ging halt darum, dass der Mensch ja eigentlich verglichen mit vielen Tieren unglaublich langsam ist und träge in der Fortbewegung. Und das Tier mit dem, das effizienteste Tier, das war der Albatros. Weil der mit wenig Aufwand weit fliegen kann. Und der Mensch kann das nicht. Der kann ja irgendwie gar nicht so richtig überragend, also nicht so wie der Albatros fliegen zum Beispiel. Aber er kann Fahrräder erfinden. Und wenn er damit fährt, dann ist er effizienter als der Albatros. So. Toller Vogel übrigens. Ja, finde ich auch. dann habe ich noch ein Buch mir gekauft. Ne? Also ich habe mir die, und zwar die Cyclepedia. Da hast du mir, glaube ich, zugeraten, oder? Mhm. Ach, du hast es gekauft, tatsächlich? Ja, fürs iPad. Ja, du hast es gesagt. Was kostet das dann? 7 Euro oder so. Sieben oder 8 Euro. Und das, also so ein paar Haken sind drin, aber es ist schön. Also weil du halt, das ist auch sicher als Buch wunderschön, weil das lebt halt von den Bildern.
Und das ist ja ein Sammler, der, wie heißt denn der? Ein Österreicher, ein Wiener Architekt, der Michael Embacher, der sammelt seit vielen Jahren Fahrräder, und zwar nicht irgendwie die schönsten, leichtesten Rennräder, sondern die auch. Aber der sammelt besondere Fahrräder, außergewöhnliche oder stilbildende oder seltsame Fahrräder. Und die stehen im Dachboden seines Vermieters. Alle. Und dann hat er einen Oh, ein Fotografen, der auf ihn. Kestrel-Fahrrad. Gibt es die Firma noch? Slingshot. Ja, die gibt es leider. Alibike, alles dabei. Slingshot gibt es noch, die bauen jetzt auch Diamantrahmen. Ja, und die sind alle dabei, und das gibt es als Buch für 30 Euro bei Amazon, sehe ich gerade. Und dann gibt es die App. Ich hab's mal abgefilmt. Da ist ein kleines Video bei YouTube von mir, ich glaube am Weihnachtsabend. Und kannst mal draufklicken und gucken. Wo ist es? Bei uns in den Shownotes. Gleich hinter Paul Smith, der das Vorwort geschrieben hat, musste auf Preview schalten. Ja, der Paul Smith, das wusste ich ja gar nicht alles, dass der Rennfahrer war. Ja. Und Siehst du es? Und da gibt es einen Link, der heißt Video. wo? Hier, du, wo bist du gerade? Auf Fahrradio. Nee, in Simple Note. Ah. Und wo? Ich sehe nix. Wo ist denn der? Ich sehe hier Kawabunga-Ding. Ich finde es nicht. Wo steht es? Siehst du das Bild von Paul Smith? Nö. Ach so, dann musst du oben auf Preview drücken. Da gibt es Edit und Preview. Ah, yes. Hier, alles klar. Loading. Ich sehe immer noch kein Bild. Jetzt Preview, jetzt Fail to Load Markdown. Na gut, Ist ja nicht so schlimm, das soll der geneigte Hörer machen. genau, und das Video ist verlinkt, und da sieht man, wie das funktioniert, wie man die Fahrräder 360-gradig rumdrehen kann. Und du kannst halt sortieren nach Jahr, nach Typ, nach Material. Und das ist schön, weil das kann man halt nicht in einem Buch machen, ne? Also Ja. verschiedene Zugänge bieten. Und deswegen ist die App wirklich, wirklich gut. Wie gesagt, ein paar, schön wäre es, manchmal geht man irgendwie zurück und findet sich wieder woanders, aber es ist ziemlich flach. Also man vernavigiert sich darin nicht. Doch, doch, die ist gut. Kann ich nur empfehlen, also für Oh, alle. er hat auch von den Gebrüder Heidemann 30 Zoll Rad drin. Ah ja. Und den Gegenpol von Alex Moulton. Also, schönes Buch, ja? Und dann habe ich noch was zu lesen. Ich weiß gar nicht, hatten wir das letzte Mal schon drin, den Tipp mit dem Fahrradjournal? Ist das aus dem Fahrradhandel? Nein, das ist ein Blog oder eine Website, das Feuilleton für Radkultur, fahrradjournal.de. Ganz schön ist, dass die immer eine Fahrradwoche haben, eine Zusammenfassung der wichtigsten oder von interessanten Ereignissen oder Nachrichten der Woche, sodass man sich nicht drum kümmern muss, sondern erst am Ende der Woche guckt. Was höre ich da bei dir? Nö, ich mach nichts. Ach, bei mir läuft bei YouTube im Hintergrund ein Video mit Schafen. Komisch. Ja, das kann passieren. Okay, so.
Genau, das Fahrradjournal.de, das ist ja was, das ist jetzt kein Buch, sondern wie gesagt, das ist ein Feuilleton für Radkultur und das ist, mal gucken, gibt es da nichts? Januar, Fahrradwoche 4, 12, 23. Januar. Die Neuigkeiten sind zum Beispiel Urban Knitting. Da werden Fahrräder bestrickt und die Enlightened Cyclist. Also immer ganz gute Sachen. Ich glaube, die haben einen ähnlichen Geschmack wie wir. Und schreiben darüber. Gefällt mir gut, ist ein Tipp. Sollte man sich mal ab und zu lesen. Ja, wenn man mit dem langweiligen Layout zurechtkommt. Ach, Layout ist überbewertet. Hauptsache, da steht was drin. Also natürlich. Ich mach. So, sollen wir noch einen Rückblick 2011 machen oder Das ist schon so weit weg. ja, schon so weit weg, gell? Na gut, dann lassen wir vielleicht das. War das 2011 noch, wenn das ein Ding ist, oder war mit Fixi? Haben die letztes Jahr aufgehört? Ach genau, ja, das gehört quasi noch zu den Nachträgen. Ne? Wir haben ja gesagt, dass Fixie aufhört und jetzt hast du Neuigkeiten, oder? Ich trage das mal nach. Weiß es eben nicht. Haben wir das schon im letzten? Ja, Ach. so lange ist es dann doch wieder nicht her. Da haben wir getrauert um Fixie. Aber Fixi wird es weitergeben und der Stuttgarter Großversender Fahrrad.de hat die Marke übernommen und wird jetzt wohl die aktuelle Produktion weiter in sein Sortiment aufnehmen und dann planen sie wohl Neuigkeiten für nächstes Jahr oder so. Ah ja, haben Sie es nicht so eilig. Nee, das hilft ja auch nichts. Fixie hat ja einiges vorgestellt und wohl auch einiges an Produkten neu geplant und auch vorbereitet und angeschoben. Und ja, das jetzt die Marke irgendwie durch konzeptlosen Quatsch kaputt zu machen, das wäre ja auch nichts. Naja, das Weil die stimmt. Marke an sich hat ja einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. Aber sie hat ja eben nicht den kommerziellen Erfolg gebracht, den sie hätte bringen müssen, um sich zu tragen. Also ich hab gerade mal Fahrrad.de aufgerufen, hab dann nach Fixie gesucht und da taucht das auf unter Hersteller Fixie Inc. Und da gibt es dann Neuheiten und sind alle reduziert. Da gibt es Fixie, die Betty Leeds Frame Kit für 699 Euro zum Beispiel oder Blackjack Silk Black Velvet 2010. Kann man vielleicht ein paar Schnäppchen machen, so ein Pure Blood Frame. Man, schön sind die Dinger, ne? Pure Blood. Naja, 849. Frame Kit. Acid Yellow leider. Ja, ich glaube, den gab es gar nicht anders. Weiß ich gar nicht. Die Sache ist halt die, dass das trotzdem Geld ist Ja. und Leute vor solchen, ich meine, das ist hübsch gemacht, dieses Ausfallende. Ich weiß nicht, ob du mal die Sachen im Detail angeguckt hast. Die sind günstig für das Geld, aber das ist halt, geht schon in die Richtung, ja, was heißt in die Richtung? Also handcrafted und das kostet halt einfach Geld, auch wenn es in Taiwan gemacht wird. Und da sind nicht so viele Leute tatsächlich bereit dafür, dann auch wirklich das Geld hinzulegen. Klar finden es viele schön, aber sie kaufen es dann nicht. Ja,
weil sie es vielleicht auch nicht können. Naja, kann man mal beobachten, wie das Ganze weitergeht. Ach, ich suche jetzt gerade nach einem Fahrrad. Da ist mir der Prospekt wieder. Was denn? Was suchst du denn raus? Naja, ich wollte nämlich mit dir über die Möglichkeiten eines Familienrades sprechen. Ja, mir ist beim Aufräumen, ich bin ja, habe mein Büro aufgeräumt und da ist mir ein Prospekt in die Hände gefallen vom Skoll Rider. Erinnerst du dich? Ach, das ist von damals, das von der, hieß es da, wie hieß es denn damals? Telekom, oder Post noch, oder? Das war, wie hieß es damals? Das hatte so einen tiefen Durchstieg und Halbautomatik von Shimano, war das dieses genau. Ding? Genau, ja. Skoll Rider, da gab es einen Prospekt, wie lange ist das her? 1999, glaube ich. Und ich weiß nicht. Das Internet kennt den Skoll Rider ja gar nicht. Nee, ich habe das gefunden und dann habe ich es getwittert, aber ich weiß ja immer nicht, wo diese Bilder dann landen. Und ist egal, ich kann mich vage erinnern. Ich suche das Bild noch, du weißt ja, wie es ausgesehen hat. Ich werde das Bild noch finden und in die Shownotes reinsetzen. Die haben Umfragen gemacht, also die haben Marktforschung betrieben und das war voll im Trend, also haben die gesagt. Und das Beste, also was das Fahrrad auch hatte, war eine zusätzliche Rollerfunktion. Das hatte so einen tiefen Durchstieg mit einem so ein Riffelblech drauf. Und da fahren ja noch ein paar Rädchen rum in der Art. Und ja. Da konnte man dann rollen mit wohl. Keine Ahnung, warum man das machen sollte. Ja, und das hatte, das hatte immerhin ganz guten Wetterschutz, der auch sehr hässlich aussah. Es hatte auch eine komische Farbkombination, so blau mit grau. Und die haben dann die Schutzbleche, das vordere Schutzblech war ganz nach unten gezogen, so übers Rad drüber. Also ein bisschen rollermäßig, oder? Ja, ja, genau. Wie so ein Motorroller, wie ein Motorroller aus den 50ern, so ein bisschen, nur größer halt, ne? Und dann konnte man den Sattel weit verstellen und den Lenker. Und der Prospekt hat gesagt, dass das für die gesamte Familie geeignet ist. Da dachte ich, eigentlich auch nicht schlecht, wenn man so ein Rad vor der Tür stehen hat, mit dem die ganze Familie rumfahren kann. Ja, ja. Meinst du, was gibt es sowas? Meinst du, was kann man machen oder wird genutzt? Keine Ahnung. Und natürlich war ein Halter für einen Pager dran. Stimmt. Skoll hieß der. Das ist mittlerweile auch abgestellt, das Netz, glaube ich. Und der war vorne da angebracht, wo man jetzt sein iPhone oder Smartphone hinmacht, also auf dem Lenker so drunter. Da waren Pager völlig funktionslos. Also kriegst eine Nachricht, düllülüt. Wie, hallo, was willst du denn damit anfangen auf dem Fahrrad, oder? Ja. Dann musst du stehen bleiben. Nein. Genau, da musst du nämlich deine Telefonzelle aufsuchen und dann denjenigen anrufen, der dich angepaged hat. Nee, die konnten nur Nachrichten empfangen.
Und die haben halt dann irgendwie Nachrichten empfangen wie, bring doch noch Wattwurst mit oder so. Oder da wurden, glaube ich, schon Emoticons verwendet, also irgendwelche drolligen Nachrichten dann. Aber oder eben, ruf mich an. Stimmt, da kam auch Bravo News oder sowas. Ja, das gab es auch, ja. Na gut. Ja, da muss Mensch. Ich das Bild noch sehen. Und dann habe ich noch, hast du noch irgendwas Wichtiges gerade? Mal gucken. Ach so. Die neue Fahrstil kommt irgendwie Februar, ja. Ja, und dann... Nee, ich habe gerade nichts Wichtiges. Dann habe ich ja in dem Delicious... Ach so, nur ein was Wichtiges noch, aber die meisten wissen es ja schon, es ist schon wieder eine neue Raddurchmessergröße im Gespräch. Oh, ich habe es gehört, aber erzähl mal du davon. Ja. Hm? Erzähl du mal davon, weil ich hab's ignoriert. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, die Fahrradindustrie möchte 650B-Reifen haben. Mhm. Weil ich glaube, so müsste es heißen. Statt, das ist dann also kleiner als 29 Zoll, damit sie es mit den Federwegen leichter haben, weil 29 Zöller sind ja schick und mittlerweile auch drauf und dran populär zu werden. Und aber wenn man den irgendwie einen ordentlichen Federweg verpassen will, es gibt ja noch Leute, die Federgabeln fahren, dann wird es dann ganz schön hoher Bock vorne. Und deswegen ist wohl im Gespräch doch eine Zwischengröße zwischen 26 und 29 Zoll einzuführen. Und ja, das muss man aber auch einfach mal abwarten. Das ist letztendlich was die Industrie und dann auch die Reifenindustrie entscheidet, ob sie da drauf einsteigt. Mittlerweile, also es sind ja ein paar Formate, die irgendwann mal auch stiefmütterlich behandelt wurden, wo es jetzt ziemlich viel gibt, weil 20 Zoll einfach immer noch und immer mehr populär wird bei manchen Sachen, gibt es da sehr viele gute Reifen dafür. Ein schönes Format wäre auch 22 Zoll, leider sehr unpopulär. Und die waren, glaube ich, nur in Schweden und Holland mal zumindest teilweise verbreitet. So ein Jugendradformat oder so. Mhm. Es gibt das wäre vielleicht ganz interessant, es gibt eine englische BMX-Marke, die 22 Zoll verbaut und dafür auch einen Reifen hat machen lassen. Mhm. Weil es gibt natürlich nur Schrott in dem Bereich. Und die haben aber natürlich das Problem, dass das einfach schwierig ist, sowas durchzusetzen als kleine Klitsche. Ja. Das Rad sieht gut aus und es wär wirklich auch ein schönes Format. Hat was, aber tja, da braucht man einfach Masse, um sowas durchzubringen. Weil so eine Felge zu machen, ist kein Akt. Die lässt man sich rollen aus einem Profil und schon hat man eine 22-Zoll-Felge. Aber Reifen, das kostet alles sehr viel Geld. Naja, man wird sehen. Kann man die färben? Ein Reifen färben? Ja, man wird das vielleicht in Zukunft mal können. Du könntest ja mal erzählen, du hast mir doch diese GrabCat. Ach so, aber gibt's bei diesem, ist diese, nur zurück zu diesem Fahrerradmaß, gibt's da. Ist das irgendwie, sollen da schon Räder mit vorgestellt werden oder ausgerüstet werden? Oder wie, was ist das für eine Initiative? Soll das ein Standard werden, der andere ablöst? Oder
ergänzend wohl. Interessant. Aber ja, es ist wohl, ich bin ja nicht so im Mountainbike oder in dem Fall Bike Leserzirkel drin, und da war das wohl auch schon Thema, und es ist wohl so, dass es auf Messen schon vorgestellt wurde. Und eben die Industrie sich das anguckt, und wenn man da hübsche Räder damit zusammenbauen kann, dann machen die das. Dem Kunden letztendlich, wenn es funktioniert, dann ist es dem egal, sage ich mal. Ja, in deinem Auto kannst du ja auch 18, also von 14 bis 20 Zoll Räder verbauen, ne? Ja, oder noch mehr. Und Niederquerschnittsreifen oder was es sonst noch gibt. Aber wichtig ist, du musst Alufelgen draufbauen, oder? Na gut, Stahlfelgen gibt's ja nicht. Also gibt's natürlich schon, aber halt dann mit Radkappen oder so. Wie auch immer. Übrigens, diese 22 Zoll Firma, die nennt sich Faction Bike, und die haben überlebt bisher. Also weil das ist ja schon eine Nische mit ihren Rädern. Aber die produzieren die und die verkaufen die. Ich habe da auch mal einen Link reingesetzt. Also 22 Zoll BMX-Räder. The best bike I've ever ridden. Ah, ich sehe es gerade. Ja. Faction Bike. Nee, weil ich hatte auch mal überlegt, für irgendwie ein Stadtrad oder so, das wäre eine hübsche Größe. Aber die Auswahl an Reifen ist einfach so gering. Was gibt's zu kichern? Na, weil sie genauso zerschraddelt aussehen wie andere auch. Das die Fahrräder. Ja, wenn man sie hier liegen sieht am Rande von irgendeinem Hügel. Ist okay. Ja, so müssen die aussehen. Ich wollte es ja eigentlich erst, ich habe ja, ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, mir mal wieder ein Mountainbike zu kaufen. Habe ich schon erzählt? Mir ja. Ich war und ich habe eins gesehen von Feld, das mir ganz gut gefällt. Oder halt dann so ein Gary Fisher oder sowas. Also ich will auch nicht so viel Geld ausgeben, und selbstverständlich wird es nur vorne gefedert. Aber die großen Räder gefallen mir schon. Und ich habe halt ab und zu so, wenn ich unterwegs bin, ich wandere ja, dann habe ich schon festgestellt, dass man im Bergischen Land auch ein paar Hügel hat, auf denen man sicher ganz gut fahren kann. Und ich weiß allerdings nicht genau, wann ich fahren soll, ehrlich gesagt. Das ist so eine Sache. Im Sommer geht das vielleicht besser, aber naja, ich würde es halt dann, weiß ich nicht, da kann man ja auch Fahrradtouren mitmachen vielleicht. Jedenfalls so 29er, die gibt es schon relativ günstig mittlerweile. Also die sind wohl so durch die Bank immer ein 100er teurer als 26er, hat mir der Händler um die Ecke gesagt. Also mittlerweile gibt's alles in 29, und man muss halt einfach 100 Euro mehr zahlen, wenn man das möchte, weil sie halt noch nicht so verbreitet sind. Ja, ja. Aber also die haben eins dort gehabt von Feld eben mit, ich glaube, hatten Carbonrahmen, gibt es aber auch mit Alurahmen, und er war ganz erstaunt, wie wendig das war. Also das haben sie wohl einigermaßen hinbekommen jetzt, dass die Geometrie funktioniert. Ja, also haben wir immer schwerst geformte Rahmen,
damit man auch noch an den Füßen vorbeikommt und so. Ja, mal gucken. Ich werd mal eins ausprobieren, wenn die Sonne wieder rauskommt. Genau. Und naja, ein Fixed Gear brauche ich auch, ein neues. Ich warte jetzt bis zum Frühjahr. Also mein Charge hängt im Keller und wartet auf den Beginn der eBay-Fahrradsaison. Ach, und sobald das Charge ver-eBayed ist, gibt's Geld für Fixie. Genau, genau. Mhm. Naja, wenn noch mehr Sachen im Keller liegen noch mehr Sachen, die bei eBay verkauft werden, aber das macht immer nicht so richtig Spaß. Aber ich brauche neue Straps für mein Fixie, aber ich mag kein Klett mehr haben. Nicht mehr? Klett ist kacke. Aber es gibt wenig Alternativen. Ja, die ganz klassischen Metall halt, ne? Die Käfige. Leder. Ja, aber die kriegt man an kein BMX-Pedal ran. Ja, das stimmt. Gibt es da keine Umbauten? Nee, und das Querrüber ist ja schon nicht dumm. Bloß das Blöde an dem Klett ist, es geht halt einfach kaputt. Ja. Sehr schnell. Und die Power Grips, die vielleicht die ein oder anderen noch kennen, die sind an sich eine gute Idee, funktionieren aber nicht. Genau, da haben wir ja drüber schon vor Jahren schon drüber gesprochen. Ja. Und also ich habe auch diese Bark habe ich da noch dran. Meine sind gerade eben kaputt gegangen und deswegen brauche ich neue und bin jetzt am Überlegen, was es für Alternativen gibt. Da muss man die muss man halt einfach als Verschleißteil sehen dann. Ja, sind sie ja auch, klar, Logo. Und dann kann man sich auch mal eine neue Farbe gönnen oder so. Ja. Ja, genau. Nicht jammern, einfach austauschen. Richtig, genau. Ja, im Frühjahr müssen nämlich hier in der Familie, glaube ich, beide Kinderräder auch ausgetauscht werden. Ach, wachsen eure. Zu Ostern, ja, schlimm. Und Bonsai-Kind einfach klein halten, damit das kleine Rad immer hält. Nee, aber das sind ja Pucki-Räder und die haben, glaube ich, einen ganz guten Wiederverkaufswert. Das lohnt sich schon. Und das muss man aber dann abpassen. Also die müssen dann zu Ostern müssen die quasi verkauft sein, damit die der Osterhase bringen kann. Ich glaube, Weihnachten werden auch Fahrräder verkauft, aber Ostern, das ist da brummt das Fahrradgeschäft. Ne? Ja, gut, das ist in unseren Breiten, das ist ja wohl logisch, das ist die Jahreszeit dann. Ja, genau. Und auch wenn da noch schlechtes Wetter ist, aber da kommen die Fahrräder. Ne? Und deswegen, wenn meine Fahrräder genau zu diesem Zeitpunkt verkauft werden. Weil da können die ja, wenn die einmal da mitbieten, dann können die gar nicht mehr zurückziehen, weil dann haben sie ja nichts zu Ostern, ne? Ja. So ist das. Ja. Du Schott. So. Ja, ich habe ja noch ein paar es gibt noch Straßenneuigkeiten in Köln. Mhm. Da gibt es so eine, vielleicht hört ja jemand aus Köln zu, der kann sich dann auch mal melden. Es gibt die Nord-Süd-Fahrt in Köln. Köln wird langsamer und auf einigen Straßen wird nämlich jetzt das Tempo von 70 auf 50 runtergesetzt, was ich für einen feinen Zug halte, ne? Weil dadurch wird es ja weniger, also da kann man dann auch mit dem Fahrrad besser fahren auf den Straßen, wenn die Autos nicht so schnell außen rumfahren. Und außerdem wird es ein bisschen leiser. Und letztes Jahr schon ist am Rheinufer die Straße auf 50 begrenzt worden. Und da hat sich dann, ich glaube, der Bürgermeister von Kalk hat sich ans Verkehrsschild gekettet und gesagt, er geht da nicht eher weg, bis diese Regelung nicht aufgehoben ist, weil das ist schade dem Wirtschaftsstandort. Komische Idee.
weil niemand mehr nach Köln fährt, wenn er da nur noch mit 50 durchfahren darf. Und jetzt ist die Nord-Süd-Fahrt dran, die Schneide. Das ist so eine ganz fiese Schneise, die nach dem Krieg neu in die Stadt geschnitten worden ist. So, wenn man gerade mal so, wenn alles kaputt ist, da merkt es niemand. Und da haben sie so eine sechsspurige Straße durch Köln durchgeschnitten. Und da dürfte auch auf den meisten Strecken immer 70 gefahren werden. Und das haben sie jetzt, ich glaube, kurz nach nach Neujahr haben sie erst 50er-Schilder hingemacht mit einem Polizisten drunter, der drauf zeigt. Süß. Und die sind jetzt weg. Und weil 50er-Schild braucht man ja nicht in der Stadt. Und das, also mir scheint, die Autofahrer haben sich langsam dran gewöhnt. Also fahren langsamer. Finde ich gut. Mhm. Ja. Na, hier gibt es ja in Stuttgart die ersten, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wo jeder die gleichberechtigten Straßen, wie heißen die denn? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Die Shared Spaces. Shared Space, ja genau. Sieht hübsch aus, wird langsam, also da kommen auch noch ein paar Bäume hin, alle Parkplätze weg und ja, wird. Cool, und wo? Tübinger Straße. Ich meine, du warst ja schon lange nicht mehr in Stuttgart, hier wird ja fies abgerissen, überall kommen Sachen weg und werden neue Sachen gebaut. Also ich glaube, die Hälfte der Stadt wird gerade abgerissen neu hingestellt. Ja. Wie viel schöner das dann wird, na, man weiß es nicht. Aber lass mal weitergehen hier. Wir müssen nämlich langsam zum Ende kommen. Ja. Also haben wir auf unserer Liste, du kannst ja mal über die Liste gucken, ob du noch irgendwas besprechen willst. Ansonsten habe ich noch diesen bei Delicious, den lege ich den geneigten Hörern ans Herz. Delicious Stack liegt, ist oben in den Listen drin. Da sind ein paar hübsche Bildchen und obskure Sammlungen, zum Beispiel von Prominenten, die Fahrrad fahren. Oder von raketengetriebenen Fahrrädern. Was gibt's noch? Dann gibt's noch, was ich ja auch immer gerne lese, das ist der Bike Snob aus New York City. Und der hat einen Film drin, ist schon eine Weile her, vom Dezember noch, über irgend so einen komischen Typen aus, der so Fixed-Gear-Rennen durch die Stadt veranstaltet und so sehr, sehr schön gemacht und kommentiert vor allem. Und noch diese Ach genau, da was ich noch gesehen habe, das sind die 87 Regeln des Rennradfahrens. Das ist die Fahrradetikette. Kennst du die? Nee. Ah, die muss man nicht alle befolgen. Aber die Regel Nummer 1 ist Rule Number 1, Obey the Rules. Also muss man draufklicken und die durchgehen. Da gibt es zum Beispiel Descend Like a Pro ist Regel Nummer 85 und Regel Nummer 87 ist The Ride Starts on Time. No Exceptions. The Purpose of the Competition is to Win. Rennradfahren ist nicht meins. Trotzdem. Ich meine es auch nicht. Ich habe eine Einladung zu einer Rennradreise auf den Mont Ventoux bekommen. Dann dachte ich mir, oh Mann, ob das was ist für mich. Aber weißt du, wo ich vielleicht echt mitmachen möchte, wenn die Zeit das erlaubt und wenn die Familie das erlaubt? Raus damit. Bei der Grenzstein-Trophy.
Was ist das? Das ist so ein Self-Supported Ride. Das ist ein Rennen, bei dem du, bei dem, also das hat keinen Veranstalter, weil es auch keinen offiziellen Start und kein offizielles Ziel gibt. Und die Teilnehmer fahren auf eigene Faust und in dem Fall entlang der alten, bei der Grenzstein Trophy, entlang der alten Zonengrenze. Ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer das sind. Um 1300 Kilometer. Das ist viel. Ja. Und, na, aber das schafft man in einer Woche. Und man muss aber da schon mit einem Mountainbike fahren, weil diese Wege sehr ungemütlich sind. Und da wird sich, glaube ich, auch ein 29-Zöller empfehlen. Kennst du die Wege? Ja, diese Platten. Genau, und die haben doch so Löcher drin. Da kann man schön drüber rollen, ja. Da fällt man natürlich mit einem 20-Zöller rein. Und auch 22 Zoll macht da nicht viel Fett. Nee, also da brauchst du Räder so groß wie möglich am besten, ne? Und du musst halt alles dabei haben. Und letztes Jahr, glaube ich, gab es schon gesponserte GPS-Geräte. Und das ist jetzt dieses Jahr, die sind, glaube ich, dieses Jahr auch wieder dabei. Also du erfährst die Route und dann fährst du da lang und dann fährst irgendwie, ich weiß nicht genau, im Süden los und bis ans Meer. Und das ist ich glaube, im Juni. Und ich glaube, das. Ach so, und du darfst. Da gibt es noch ein paar so Regeln. Also du darfst, weiß gar nicht, ob du Geld dabei haben darfst oder so. Aber ja, du musst alles, was du brauchst, musst du selbst dabei haben oder dir irgendwie erschnorren oder so. Am 16.06. ist die Grenzsteintrophy.de. Genau. Schwalbe, Highbikes, Ram und Busch und Müller. Fahren die auch mit Licht wohl? Hm? Naja, du kannst ja dir die Zeit einteilen, wie du willst, ne? Das heißt, du kannst ja auch nachts fahren, wenn du magst, ne? Wenn die Moskitos nicht mehr so stechen, vielleicht. Ja. Ja, und da gibt's wohl, dieses Jahr gibt's noch mehr solcher Self-Supported Rides. Also haben ja die nicht erfunden. Da gibt's dann hier in England, Schottland und Wales gibt's welche und ach, überall. Und dann habe ich noch was gesehen. Genau, die Termine, wenn man Termine noch sucht, wo man hingehen könnte, dann findet man die zum Beispiel auch auf der Fahrstilseite. Da gibt es auch fahrstilmagazin.de/Veranstaltungen. Genau, da steht dann zum Beispiel die Velo Berlin dort, da werde ich wahrscheinlich auch hinfahren. Da warst du noch nicht, oder? Nee. Und die Spezi steht schon drin und im Sommer kommt Schlaflos im Sattel. Das ist ja so ein 24-Stunden-Rennen, glaube ich. Ja. So. Genau, also ich versuche dieses Jahr auch auf ein paar Veranstaltungen und zur Eurobike will ich auch mal wieder gehen dieses Jahr. Mhm. Und zur Olympiade nach London würde ich ganz gern. Oh, das fände ich auch. Das fände ich auch spitze. BMX gucken. Ja, aber da habe ich ja gar nichts geplant. Die kommt so überraschend, ne? Stimmt. Da bekannt. Konnte irgendwie niemand mit rechnen. Heute habe ich am Fernsehen die Kanuslalomstrecke gesehen. Wo ist die? Mitten in London? Fast. Die ist in diesem Park wohl drin.
Der aber, also der gehört zu London, aber ist schon ein Stück draußen. Ja? Aber da kann man, da ist schön. So Betonkessel. Schön, klar. Und es wird dann danach auch zum Spielen freigegeben. Ja, da kann man jetzt schon fahren. Da Ah, kann man cool. jetzt schon mit Schlauchbooten raften drüber. Ne? Und ab April, ich weiß gar nicht, wann die Olympiade ist, aber ich glaube, ab April wird es gesperrt, weil dann offiziell, dann kommen die ganzen Teams an und trainieren da. Die Engländer trainieren natürlich jetzt schon. Ne? Ah, die Säcke. Ich meine, denen macht auch das Wetter nichts aus. Und die sind da jetzt schon drauf. Ne? Und der englische Trainer, der Trainer der englischen Mannschaft ist ein, weiß gar nicht, Deutscher oder Schweizer. Und der hat gesagt, ah, die Deutschen sind natürlich schon eine harte Nuss, also eine harte Knacknuss, hat er sogar Hatte gesagt. Knacknuss. Ja. Also der rechnet mit uns. Ja. Lee Valley Whitewater Center heißt das Ding. Hübsch. Ja, und das Radstadion ist ein neues gebaut worden. Das muss wohl wunderschön sein. Und die Leute, die sich damit beschäftigen in England, meinen, dass dem wird auch Nachhaltigkeit beschert sein. Also wird wohl weiter danach auch weiter als Radstadion genutzt werden. Und das ist ja so ein Ziel, ne, bei der Olympiade, dass es nicht danach wieder alles entweder baufällig wird oder abgerissen. Ja, aber puh, da habe ich gar nichts geplant. Da wird auch nichts draus werden. Ja, die wollen ja ganz viel Geld immer. Ja. Naja, der Engländer an sich in London will ja viel Geld. Das ist aber wohl gar nicht mehr so, habe ich mir sagen lassen. Da kann man wohl ganz staunen im Moment. Wie kommt das? Ja, Euro und Pfund ist ja fast 1 zu 1, glaube ich, gerade, oder? UK. Ah ja, ist egal. Also, wir müssen nämlich jetzt hier zu einem Ende kommen. Ein Pfund sind 1,19 €. Also, ja. Also am Geld soll es nicht liegen, aber ich meine, das weiß man ja, wenn eine Spezialveranstaltung ist, dann wird es auch teurer, ne? Okay, ja, ich sehe schon, wir so richtig verplant sind wir noch nicht. Da können wir dann ja in der nächsten Sendung vielleicht noch drauf zurückkommen. Vielleicht, wo wir mal zusammen hinfahren oder rollen. Genau. Vielleicht schon zum Viva Velo Fahrradkongress in Berlin. Das wäre ja was. 27. Februar. Das ist ja, boah, genau in einem Monat fast. Na, mal sehen. Okay. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich verabschiede mich. Hans Dorsch. Und Thomas Dorsch. Auf Wiederhören. Tschüss.